Seit Ende September wartet Waldhof Mannheim auf einen Sieg in der dritten Liga. Es wird höchste Zeit für eine Trendwende, vielleicht ja heute auswärts bei Rot-Weiß Essen. 8 Minuten sind gespielt. RWE gibt das Spielgerät in dieser Szene her. Arase auf Bahn. Erster ernstzunehmender Torschuss der Partie nach dem Missverständnis im Spielaufbau bei den Gastgebern. Bahn kann das am Ende nicht gewinnbringend nutzen. Essen ist im Gegensatz zu den Mannheimern sehr gut in die Saison gestartet. Das Team ging als Tabellendritter in diesen Spieltag. Brumme im Zusammenspiel mit Marvin Obos. Brumme auf Obos und Karpstein dazwischen. Eine typische Szene für die Anfangsphase. An der Seitenlinie steht Waldhof-Trainer Rüdiger Rehm immer mehr unter Druck. Tabellenplatz 17 passt nicht zu den Ansprüchen der Kurpfälzer. Mitte der ersten Hälfte gibt es dann diesen folgenschweren Crash zwischen Waldhof-Keeper Bartels und Essens Vonic. Bartels muss lange auf dem Platz behandelt werden und wird dann auch durch Lucien Havriluk ersetzt. Den Essener Fans dauert das alles viel zu lange. Rüdiger Rehm nimmt den Unmut von der Tribüne wahr und sucht das Gespräch. Auch das ist dritte Liga. Zuvor musste schon Albenas angeschlagen runter und Abifade kam ins Spiel. Zwei frühe Wechsel also bei den Gästen. Tass. Hawkins mit Sohm und wieder Hawkins. Da ist schon eine gute halbe Stunde rum. Mannheim hat sich von den beiden Wechseln nicht sonderlich beeinflussen lassen. Dieser Angriff zeigt, was die Mannschaft eigentlich kann, aber zu selten auf den Platz bringt. 5 Minuten noch bis zur Pause. Essen mit Young. Young auf Brumme. Mannheim packt nicht zu. Brumme verschafft sich Platz. Brumme. Abifade, gefährlich in die Mitte zu Schapina, Havriluk muss zum ersten Mal ran. Der SV Waldhof hat die zweitschwächste Abwehr der Liga. Auch hier kommt Brumme viel zu leicht durch. Am Ende müssen Havriluk und Riedel gegen Schapina rennen. Das Team von Christoph Dabrowski hat weiterhin mehr vom Spiel. Mannheim ist in seinen Angriffen manchmal zu umständlich. Das Tänzchen von Tass sieht nett aus, bringt aber nichts ein. Kurz vor dem Ende der ersten Hälfte nochmal RWE mit Schapina und wieder eine Volley-Chance für die Gastgeber, 0-0 zur Pause. Nach dem Seitenwechsel laufen die ersten Sekunden, Rot-Weiß Essen macht als erstes Druck. 4 Ligaspiele in Folge gewonnen, das gibt Selbstvertrauen. Ball kommt zu Müsel, der mit seinem Versuch nicht durchkommt. Cedric Harenbrock, guter Auftakt in den zweiten Durchgang für Essen. Havriluk nach seiner Einwechslung bislang absolut souverän. Es bleibt erstmal dabei. RWE ist überlegen, Mannheim wird defensiv gefordert. Obus auf Schapina. Schöne Finte. Auch hier bekommt der SV Waldhof ein Bein dazwischen. Die Gastgeber kommen immer wieder zu guten Abschlusssituationen. Bahn rutscht hier ins Leere. Aber Karpstein setzt den entscheidenden Block. Eine knappe Stunde ist rum. Das ist Hermann gegen Schapina und Götze. Hermann gewinnt das 1 gegen 2. Charles Jesaja, Hermann, gute Aktion. Zu schwacher Abschluss durch Hermann, der zur zweiten Hälfte für Tass kam. Die 62. Minute. Marvin Obus gegen Samuel Abifade. Der fährt das Bein aus und es gibt Strafstoß für Rot-Weiß Essen. Natürlich hat Abifade was dagegen. Für mich ist die Entscheidung von Robert Kampka richtig. Abifade trifft nicht den Ball, sondern nur Obus. Für mich genauso wie für den Unparteiischen eine klare Sache. Lucien Havriluk, der Mannheimer Keeper gegen Marvin Obus. So lautet das Duell in der 63. Minute. Havriluk ist der Gewinner. Für einen Keeper ist es nie einfach, kalt und ohne Vorwarnung ins Spiel zu kommen. Aber Havriluk meistert das grandios, so auch in dieser Szene gegen Obus. Weiter 0-0 also. Aber auch Essen weiter im Angriffsmodus. Rios Alonso. Flanke landet auf dem Fuß von Harenbrock. Jetzt ist er drin. Diese Führung hat sich RWE verdient. Cedric Harenbrock ist der Torschütze mit einer wunderschönen Volleyabnahme. Havriluk kann diesmal nichts ausrichten. Was nun, Rüdiger Rehm? Es droht das 7. Ligaspiel nacheinander ohne Sieg. Knapp 20 Minuten noch. Obus. Müsel.
Wieder Obus, sehr aktiv, aber mit dem Elfer-Fehlschuss. Harenbrock. Nochmal Obus. 2-0. Jetzt hat er seinen Treffer. Viertes Saisontor für Marvin Obus. Havriluk. Alleingelassen von seiner Abwehr. Mannheim zu passiv. Havriluk dann im kurzen Eck geschlagen. Sieht nie gut aus für einen Keeper. Die Passivität vorher für mich aber das größere Problem beim zweiten Treffer für die Essener. Die Aufgabe nun natürlich fast unlösbar. Zwei Tore Rückstand, 15 Minuten noch auf der Uhr, aber Mannheim versucht alles. Laurent Jans nimmt den Kopf hoch und sieht Hermann. Ein Sinnbild für die aktuelle Situation der Mannheimer. Selbst gute Aktionen enden maximal ungefährlich. Dann laufen schon die Schlussminuten. Der SV Waldhof kann seine Angriffe nicht konsequent abschließen. Rot-Weiß Essen setzt ab und zu noch offensive Nadelstiche. Müsel zeigt noch ein bisschen Kunst. Am Spielstand ändert sich aber nichts mehr. Waldhof Mannheim verliert in Essen mit 0-2 und steckt weiter tief in der Krise.